Hallo und willkommen zum letzten Teil unseres Kapitels zu verteilten Transaktionen. Uns fehlt noch ein letzter wichtiger und auch sehr spannender Baustein für die Abwicklung, nämlich sogenannte Snapshots, Global Snapshots. Das motiviert sich aus folgenden Beispielen heraus. Angenommen, Sie haben Transaktionen, die Logs setzen, dann kann es sein, wie Sie aus Ihren Betriebssystemvorlesungen wissen, dass es zu Deadlocks kommen kann. Ein Deadlock, Sie erinnern sich, ist ein Zyklus im Wartegraphen. Eine Transaktion 1 wartet auf ein Log für eine bestimmte Zeile in Tabelle 1, aber die Transaktion 2 besitzt bereits ein Log darauf. Andererseits wartet Transaktion 2 auf ein Log für Zeile 1 in Tabelle 2, aber für diese Zeile gibt es bereits ein Log, das im Besitz von Transaktion 1 ist. Also Transaktion 1 kann nur fortsetzen, wenn 2 fortsetzt und 2 kann nur fortsetzen, wenn 1 fortsetzt. Wir haben einen Deadlock geschaffen. Okay, das ist doof. Wie bekommen wir das mit? Diese Transaktionen können auf verschiedenen Rechnern verteilt ablaufen. Es ist nicht ohne weiteres klar, dass wir das wissen. Im nicht verteilten Fall ist eine Deadlock-Entdeckung möglich, aber Sie müssen diesen Wait-For-Graphen kennen. Im verteilten Fall kennen wir diesen Wait-For-Graphen nicht. Es gibt keinen einzelnen Punkt, an dem das gesamte Wissen, wer wartet auf wen, mit welchen Logs, vorhanden ist. Und viel schlimmer, der verändert sich ja laufend. Der verändert sich laufend dadurch, dass neue Transaktionen hinzukommen, neue Logs angefordert werden, Logs freigegeben werden. Die Freigabe für eine Transaktion, die Zuteilung von Logs an eine Transaktion kann in irgendwelchen Nachrichten enthalten sein, die gerade unterwegs sind. Das heißt, zu irgendeinem Zeitpunkt gibt es auch gar keinen einzelnen Punkt oder Menge von Punkten, auf die man zeigen könnte. Sie müssten auf Nachrichten zeigen, die sich durch das Netz bewegen, um dieses ganze Wissen aufzutreiben. Also die Frage ist, wie können wir diesen Wartegraphen, diesen Wait-For-Graphen konstruieren, rekonstruieren, entdecken, obwohl er sich laufend verändert. Obwohl die Nachrichten, durch die er sich verändert, gerade unterwegs sein können in meinem verteilten System. Das ist das Problem, um dann rauszubekommen, dass es hier ein Deadlock gibt. Oder, anderes Beispiel, noch zwei andere Beispiele dafür. Sie erinnern sich an unsere verteilten Objektsysteme mit Remote Method Invocation und dass wir uns über Garbage Collection Gedanken machen mussten. Wann dürfen Sie ein Objekt Garbage collecten? Sie dürfen ein Objekt der Garbage Collection unterwerfen, wenn es keine Referenz mehr auf ein solches Objekt gibt. Na gut, im nicht verteilten Fall einfach. Sie gucken alle möglichen Referenzen durch. Aufwendig, aber machbar. Was ist, wenn Sie verteilte Objekte besitzen? Wäre Ihr System eingefroren und wären keine Nachrichten unterwegs, könnten Sie das im Zweifel immer noch versuchen. Sie bräuchten Nachrichten, um das zusammenzutragen, aber naja gut. Die spannende Frage ist wieder, was ist, wenn Sie von einem Objekt eine Remote Reference an ein anderes Objekt versenden in einer Nachricht? Und das ist die letzte Referenz, die es auf dieses Objekt gibt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es in keinem beteiligten System eine Referenz auf ein Objekt. Sie dürfen es aber trotzdem nicht garbage collecten, weil eine Referenz ankommen wird irgendwann mal auf dieses Objekt. Und dann könnten Sie wieder darauf zugreifen. Hätten Sie es schon garbage collected, hätten Sie einen Fehler gemacht. Also, das ist genau das gleiche Problem. Es ist kein Wartegraph, sondern es ist der Graph von Verweisen auf Objekte, aber es ist letztlich das gleiche Problem. Information steckt in Nachrichten. Und noch als letztes Beispiel, Terminierungsdetektion. Woher wissen Sie, dass Sie einen Prozess, einen Serverprozess zum Beispiel, beenden dürfen? Sie haben einen Serverprozess, der in einer blockierenden Warteoperation da sitzt und auf Aufträge wartet. Ich würde diesen Prozess gerne anhalten, um Ressourcen freizugeben, Speicherplatz, was auch immer. Wann darf ich das? Darf ich das, wenn ich alle Klienten gefragt habe, ob sie im Moment einen Auftrag für diesen Prozess haben? Nein, es könnte ein Auftrag unterwegs sein. Das ist genau das gleiche Problem. Also, allgemeiner. Ich möchte das Problem der Zustandssammlung, des Zustandsdarstellung, des Schnappschusses lösen. Was heißt? Allgemeiner eine Funktion ausrechnen auf den Prozesszuständen,
auch wenn der Prozesszustand möglicherweise teilweise gerade verschickt wird. Teile des Zustandes meines Gesamtsystems möglicherweise sich in Nachrichten befinden. Und jetzt vielleicht doch noch ein letztes Beispiel. Das ist das Beispiel, das wir dann in den Beispielen, in der Animation zur Illustration uns anschauen. Nehmen wir an, wir haben was ganz Einfaches. Wir haben wieder Kontostände in den einzelnen Prozessen. Und Nachrichten sind Geldüberweisungen. Also eine Nachricht hat den Inhalt minus 50 Euro von diesem Konto zu diesem Konto. 100 Euro von dort nach dort umbuchen. Dann sind diese 100 Euro bei dem absendenden Konto ja schon verschwunden, aber sie sind noch bei dem anderen angekommen. Sie müssen diese Überweisungen mit berücksichtigen. Warum ist das nicht so einfach? Naja, jeder einzelne Prozess kann natürlich seinen lokalen Zustand zu irgendeinem Zeitpunkt, jeder einzelne Prozess, jeder einzelne Rechner kann das natürlich zu einem Zeitpunkt irgendwie aufschreiben. Und diese aufgeschriebenen Teilzustände können Sie jetzt natürlich auch, wenn Sie das wollen, zu einem Punkt zusammenziehen. Kein Problem. Spannende Frage. Das Anstoßen dieses Vorgangs passiert natürlich durch eine Nachricht. Das heißt, das passiert zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf meinen einzelnen Teilnehmern. Die Nachrichtenlaufzeiten sind ja unterschiedlich. Das heißt, ich habe auch keinen einheitlichen Referenzzeitpunkt, zu dem das der Fall wäre. Und selbst wenn ich den Referenzzeitpunkt hätte, ich wüsste ja nicht, was ich mit den Nachrichten machen soll. Wir brauchen also ein richtiges algorithmisches Verfahren, um das zu lösen. Das machen wir, indem wir über sogenannte Cuts nachdenken, Schnitte. Ein Schnitt zerlegt einen Ablauf eines verteilten Systems mit seinen einzelnen Prozessen in ein Davor und ein Danach, in einem bestimmten Sinne. Meint Folgendes. Angenommen, wir haben hier drei Prozesse, P1 bis P3, deren Ereignisse über der Zeit aufgetragen sind. Zur Abwechslung ist die Zeit hier mal horizontal und nicht nach unten. Ich habe hier Ereignisse 1, 2, das ist das Senden der Nachricht M1 von diesem Prozess zu jenem Prozess und ich habe hier das Senden einer anderen Nachricht, sagen wir mal M3 dazu, von 3 nach 4. So, und ich lege jetzt einen Cut in diesen Ablauf, indem ich hier eine rote Linie einzeichne und sage, okay, zu dem Zeitpunkt hier, zu dem die rote Linie diesen Prozess P1 schneidet, zu diesem Zeitpunkt schreibe ich den lokalen Zustand von Prozess P1 auf, Zustand 1. Und entsprechend Zustand 2 und Zustand 3 als die Zustände der Prozesse PI zum Zeitpunkt dieser Cuts. Naja, wenn ich das tue, dann würde ich alles richtig machen. Dann hätte ich ja zu diesem Zeitpunkt hier, zu diesem Cut hier, keine Nachricht unterwegs. Also ist alles, was dann vor an Überweisungen, an Veränderungen meines Zustands passiert, tatsächlich erledigt. Und das, was in der Zukunft passiert, interessiert mich ja auch noch nicht. Hier würde ich eine korrekte Repräsentation meines Zustands erhalten. Aber das ist ja auch ein Spezialfall. Der interessante Fall ist natürlich, wenn Sie eine zusätzliche Nachricht haben, die hier von Prozess P3 zu Prozess P1 läuft, von Ereignis 2 zu 3, sagen wir mal Nachricht M2 dazu. Dann würde diese Nachricht ja unseren Cut, unseren Schnitt durch meine Prozesse überqueren. Was würde das denn bedeuten? Das würde doch bedeuten, dass ich in diesem Zustand S3 die Veränderung, die ausgehende Information, beispielsweise das überwiesene Geld, hier schon berücksichtigt hätte. Ich habe das Geld von diesem Konto schon abgebucht. Okay? Also hier ist weniger Geld da, als wenn diese Nachricht, diese Überweisung nicht da wäre. Andererseits habe ich hier zu diesem Zeitpunkt S1 vor dem Eintreffen von M2 dieses eintreffende Geld ja noch gar nicht berücksichtigen können. Es ist ja noch gar nicht da. Das heißt, wenn ich jetzt hier nur diesen und diesen Zustand aufaddieren würde als Kontostände, dann würde ich diesen Geldbetrag in dieser Nachricht ja übersehen. Den hätte ich unterschlagen. Das darf natürlich nicht sein. Das heißt, das muss ich reparieren. Wenn ich das hier so haben möchte, dass ich hier diese ausgegangene Nachricht berücksichtige, also tatsächlich den jetzt lokalen Zustand behalte, dann kann ich das ja dadurch reparieren, dass ich zwar sage, okay, hier nehme ich zu diesem Zeitpunkt den Zustand, den P1 zu dem Zeitpunkt dieses Cuts kennt,
Aber als Reparaturmaßnahme muss ich ja noch alles hier mit aufsammeln, was an Nachrichten nach diesem Zustand, nach diesem Zustandsschnappschuss, lokalen Zustandsschnappschuss, was danach hier noch eintreffen wird. Alles, wirklich alles, alle Nachrichten, auch wenn hier jetzt hier später noch eine Nachricht von 2 nach 1 passiert, müsste ich die mitschreiben? Nein, die müsste ich nicht mitschreiben. Warum? Weil dieses Absenden ja mit diesem Zustand S2 nichts zu tun hat. Also was genau muss ich korrigieren? Ich muss meinen Zustand S1 um diese Nachrichten korrigieren, die nach dem Schreiben des lokalen Zustands S1 eintreffen, die aber abgesendet wurden, bevor der entsprechende Zustand auf dem absendenden Prozess geschrieben wurde. Aber woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass diese Nachricht hier vor dem lokalen Erfassen des Zustandes abgeschickt wurde? Der Prozess P3 wusste ja zu diesem Zeitpunkt hier, als er diese grüne Nachricht losschickt, wusste noch gar nichts davon, dass hier ein solcher Schnappschuss angefertigt werden soll. Dieser Cut tritt ja erst später ein. Tatsächlich schreibe ich diesen Zustand S3 sogar in absoluter Zeit nach dem Eintreffen dieser Nachricht 3. Also ein ganz komisches Zeitverhalten hier. Sie merken sofort, absolute Zeit bringt uns hier gar nichts. Es geht um logische Davor-Danach-Beziehungen. Es geht wieder um diese Happen-Before-Relation, die wir uns hier eigentlich überlegen müssen. Okay, also wenn ich das aber so aufsetze, wenn ich sage, naja, Nachrichten können einen solchen Cut überqueren und ich werde alles das reparieren, was davor losgeschickt und danach eingetroffen ist. Also dann darf eine solche Nachricht einen Cut in diesem Sinne in die Zukunft, von einem davor in das danach überqueren. Eine Nachricht kommt aus der Vergangenheit und geht in die Zukunft. Die vertauscht Vergangenheit und Zukunft nicht. In diesem Sinne ist es gemeint zu sagen, ein Cut schafft mir eine Vergangenheit links davon und eine Zukunft rechts davon und Nachrichten können nicht aus der Zukunft in die Vergangenheit gehen. Will sagen, nicht jeder Cut ist sinnvoll oder plausibel. Es gibt nicht unplausible, inkonsistente Cuts. Ein solcher Cut ist inkonsistent, wenn genau das passiert, was wir gerade ausgeschlossen haben. Wenn wir eine Nachricht hätten, die aus der Zukunft rechts dieses Cuts in die Vergangenheit links dieses Cuts gehen. Und rechts und links des Cuts ist tatsächlich klar definiert. Das ist nämlich eine lokale Eigenschaft für den jeweils einzelnen Prozess. Pro Prozess ist Vergangenheit, Zukunft klar definiert. Und der Cut macht jetzt das Seltsame, dass er eine Gesamtvergangenheit von einer Gesamtzukunft für das gesamte System definiert. Solche Cuts will ich natürlich nicht anschauen. Ich will nur konsistente Cuts, bei denen Nachrichten aus der Vergangenheit in die Zukunft gehen. Alles andere ist falsch. Meine Aufgabe ist jetzt also, ein Verfahren auszudenken, das konsistente Cuts konstruiert und Nachrichten genügend lange aufsammelt, bis ich mir sicher sein kann, dass von einem entsprechenden Kommunikationspartner keine weiteren Nachrichten mehr kommen. Ich muss ja hier irgendwann mal fertig sein mit dem lokalen Aufsammeln weiterer eintreffender Nachrichten. Dazu brauche ich eine Information. Dazu muss mir dieser Prozess P3 auch irgendetwas sagen. Das kann ich als Prozess P1 nicht wissen. Ich muss das von P3 mitbekommen, dass jawohl, jetzt sind keine weiteren Nachrichten mehr unterwegs, die in diesem Cut noch nicht berücksichtigt sind. Okay? Das ist mein Job. Und dieses Verfahren heißt Distributed Snapshot, verteilter Schnappschuss. Das ist eigentlich ein sehr schönes, sehr cleveres Verfahren. Ich mache einen konsistenten Cut. Zusätzlich mache ich noch diese Information, wann bin ich eigentlich fertig mit dem Aufschreiben dieser Information. Dazu brauche ich allerdings ein paar Annahmen und die sind teilweise sogar relativ stark. Ich gehe hier erstmal davon aus, dass ich keine Nachrichten verliere, dass keine Prozesse ausfallen, dass meine Nachrichten korrekt ankommen und genau einmal ankommen. Es gehen schon wieder alle Warnlampen in dem Kopf los, das ist auch gut so, aber unterstellen wir das mal. Ich unterstelle weiter, dass meine Kanäle unidirektional sind, also ich einen gerichteten Graph habe, aber paarweise. Also das A nach B ist ein anderer Kanal als B nach A. Das ist okay, das ist nur Organisation.
Und ich unterstelle FIFO innerhalb eines Kanals. Das ist auch okay, das kriegen wir mit Sequenznummern hin. Wissen wir im Großen und Ganzen, wie das geht. Die starke Anforderung ist, dass der Graph von Prozessen und Kanälen dazwischen, Kommunikationskanälen, dass der stark zusammenhängend ist. Dass ich also von überall nach überall komme, wenn ich einfach nur meinen Kanten folge. Okay, so. Jeder beliebige Prozess darf zu jedem beliebigen Zeitpunkt sagen, ich hätte jetzt gern eine globale Zustandsinformation. Ich hätte gern einen Schnappschuss. Tatsächlich dürfen sich mehrere solche Schnappschüsse überlappen, die von mehreren unterschiedlichen Prozessen ausgelöst sind. Das ist gar kein Problem. Wir müssen einfach nur in die Nachrichten entsprechend mitschreiben. Dies ist eine Information für den Schnappschuss, der von Prozess 23 ausgelöst wurde. Oder ist es der 17. Schnappschuss, den Prozess 23 haben möchte? Dann können wir das alles sauber auseinanderhalten und beliebig viele Schnappschüsse gleichzeitig nebeneinander her in unserem Netz verwalten. Wird natürlich mehr und mehr Information, das ist ja klar, aber wenn wir das so wollen, dann ist das so. So, und der Clou an der ganzen Sache ist, ich muss keinen Prozess anhalten. Meine Prozesse dürfen die ganze Zeit weiterlaufen, ich kann meine Banküberweisung die ganze Zeit weiterarbeiten lassen. Ich habe trotzdem die Möglichkeit, das korrekt alles aufzunehmen und korrekt Buch zu führen und komme zum Schluss zum richtigen Ergebnis. Wie machen wir das? Die Idee ist folgendermaßen. Wenn ich als Prozess davon erfahre, dass ein Schnappschuss aufgenommen werden soll, dann mache ich erstmal was ganz Natürliches und Naheliegendes. Ich schreibe alles erstmal das auf, was ich lokal über meinen eigenen Zustand weiß. Okay? Also, ich schreibe mir das irgendwie auf Festplatte. Ich habe folgende Kontostände, Wartegraph, Referenzen auf Remote Objects, was auch immer gerade Ihr Schnappschuss gerade beinhaltet. Wir gehen davon aus, dass die Information auf stabilem Speicher liegt, dass wir die gegebenenfalls irgendwo zum Verursacher des Schnappschusses transportieren können. Das ist langweilig. Das Interessante ist, wir machen noch mehr. Für jeden eingehenden Kanal, den ich habe, schreibe ich mir alle Nachrichten auf, die nachdem ich meinen Schnappschuss, lokalen Teil des Schnappschusses aufgeschrieben habe, schreibe ich mir alle Nachrichten zusätzlich auf, die abgeschickt wurden, bevor der Sender dieser Nachricht seinerseits seinen lokalen Teil des Schnappschusses aufgeschrieben hat. Genau wie wir das uns bei der Definition des Cuts überlegt haben. Alles, was vor dem Cut losgeschickt und nach dem Cut angekommen ist, das muss ich mir zusätzlich aufschreiben. Woher weiß ich jetzt aber, dass das so ist? Das muss ich mitbekommen. Ich muss mitbekommen, dass mein Partner am anderen Ende dieses Kanals selbst jetzt den Schnappschuss bekommen hat. Und das mache ich, indem ich Markierungsnachrichten verschicke. Ich habe normale Datennachrichten und davon unterscheiden kann ich Markierungsnachrichten, die ich mit der Identität dieses Schnappschusses versehen kann und sagen kann, so, ich habe jetzt meinen lokalen Zustand geschrieben. Und diese Nachricht, eine solche Markierungsnachricht, schicke ich an alle meine Partner. Und sobald ich von einem Partner seinerseits diese Markierungsnachricht bekomme, weiß ich, alle danach eintreffenden Nachrichten haben mit diesem Schnappschuss nichts mehr zu tun. Okay? Das ist die Idee. Eigentlich nicht schwer, wenn man sich ordentlich zusammensucht. Ich zeige es Ihnen gleich im Beispiel. Wie geht das los? Naja, der Initiator macht genau das Gleiche. Der tut aber so, als hätte er eine solche Markierungsnachricht über einen fiktiven Kanal bekommen. Und dann funktioniert das in der Formulierung alles schön einheitlich. Hier ist Pseudocode dazu. Der ist ein bisschen, naja, vielleicht nicht so super schön. Also die Idee ist, ich habe ausgehende Kanäle, irgendwie 1 bis M. Ich habe eingehende Kanäle, für die merke ich mir, ob ich auf diesem eingehenden Kanal bereits diese Markierungsnachricht gesehen habe. Und ich merke mir für jeden eingehenden Kanal alle Nachrichten, die ich bekomme, nachdem ich meinen lokalen Schnappschuss genommen habe, bevor die entsprechende Markierungsnachricht eintrifft. Okay, das ist die ganze Regel. Mehr passiert da nicht. So, was muss ich jetzt machen? Wenn ich zum ersten Mal eine solche Markierungsnachricht habe, also wenn ich meinen Zustand noch nicht aufgeschrieben habe, dann schreibe ich meinen Zustand auf.
Ich merke mir, von wem diese Information gekommen ist, dass ich diesen Zustand jetzt aufschreiben soll. Das ist dieser Marker-Channel, von dem habe ich das gerade bekommen. Mit dem muss ich, von diesem Kanal muss ich nicht mehr drauf warten. Der hat mich ja selber aufgeweckt, der wird mir nicht nochmal sagen, dass er jetzt, dass ich den Zustand aufnehmen soll und dass ich nicht auf weitere Nachrichten warten muss. Da bin ich sofort fertig. Und ich schicke an alle meine ausgehenden Kanäle, schicke ich Markierung, M hier einfach gesagt. Okay? Wenn ich meinen Zustand schon weggeschrieben habe, ich warte also, dass wir endlich fertig sind, wenn jetzt eine solche Markierungsnachricht kommt, dann muss ich nur was ganz Banales machen, dann markiere ich diesen Kanal, über den ich jetzt gerade die Markierungsnachricht bekommen habe, als fertig. Nur dieser In-Channel ist Done. Das Done ist True. Wenn ich von irgendeinem Kanal eine ganz normale Nachricht M bekommen habe, der Fall ist ja eigentlich albern, das haben wir eigentlich gerade abgehandelt, dann und dieser Kanal ist noch nicht abgeschlossen, dann hänge ich diese Nachricht an alle diese Nachrichten an, die ich über diesen Kanal empfangen habe, bevor ich die Markierungsnachricht bekommen habe. Und ich schaue nach, ob ich hier mit fertig bin. Und wenn ich fertig bin, wenn das alles hier dann ist, dann schreibe ich jetzt Zustand und Nachrichten weg. Das ist nicht so schön. Das muss ich nochmal schöner machen, dass hier dieser Fall M eigentlich ja hier vorne schon abgehandelt ist. Tut mir leid. Dürfen Sie als kleine Übungsaufgabe selber einen schöneren Quellcode schreiben. So, schauen wir uns noch ein Beispiel dazu an. Für einen Schnappschuss an. Und wenn Sie sich jetzt wundern, warum Sie hier andere Folien sehen, als Sie das bisher gesehen haben, dann lade ich Sie ein, mal zu versuchen, in LaTeX und Tix und Beamer Animationen zu machen. Und zeigen Sie mir bitte, wie das geht, wenn Sie es hinbekommen haben. Deswegen hier eine PowerPoint-Animation. Wir haben drei Prozesse, P1, P2, P3, aber auch hier gibt es einen Laserpointer. Wir haben Prozess P1, P2 und P3 und jeder von denen hat irgendeinen Zustand 1, 2 und 3 und sie haben hier alle möglichen wechselseitigen Kommunikationskanäle dazwischen. So, fangen wir mal an, hier eine Nachricht zu schicken, die wird dann hier oben irgendwie verarbeitet, würde typischerweise den Zustand S1 irgendwie hier verändern. Dann kommt da eine Nachricht, wird hier verarbeitet, kommt da nochmal eine Nachricht, wird da verarbeitet, noch eine Nachricht. Und noch eine Nachricht und noch eine Nachricht und das ist alles irgendwie langweilig, solange hier nicht wie jetzt Prozess 1 sich entscheidet, tatsächlich zu sagen, jetzt möchte ich einen Schnappschuss haben. Was bewirkt das? Das bewirkt mehreres. Erstens, er nimmt sich seinen eigenen Zustand S1, wie er im Moment gerade ist, schreibt ihn auf Platte, fasst dieses Ding nicht wieder an. Und er merkt sich für seine beiden eingehenden Kanäle von Prozess 2, den Kanal 2 nach 1 und den Kanal von 3 nach 1, merkt er sich, dass er hier noch auf Nachrichten warten muss. Ob da was kommt, wie viel da kommt, wer kann das wissen? Wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wir senden als Prozess P1 auf den ausgehenden Kanälen Markierungsnachrichten los. Hier als M bezeichnet. Nicht im Gegensatz zu den weißen Rechtecken, die normalen Nachrichten, hier die Nachricht M. Als Markierungsnachricht. Die wird jetzt, nochmal, als nächstes kommt jetzt hier mal noch eine Nachricht da oben, wird da oben geschickt, die kommt jetzt gleich an, die wird jetzt hier verarbeitet und verarbeitet bedeutet zweierlei. Bedeutet erstens, sie wird hier lokal natürlich verarbeitet, wie jede andere Nachricht auch, aber sie wird hier auch an diese Liste der Nachrichten von Kanal 2 nach Kanal 1 angehängt. Okay? Sehr schön. So, was passiert als nächstes? Als nächstes haben wir hier nochmal eine Nachricht von Prozess 3 bei Prozess 1 ankommen. Aus irgendwelchen Gründen sind die Markierungsnachrichten noch nicht weitergekommen, nur um des Beispiels willen. Also wir haben hier eine Nachricht nach oben geschickt. So, die wird ebenfalls hier bei Prozess 1 verarbeitet und hier angehängt. Okay? Also wir haben uns gemerkt, wir haben hier eine Nachricht von 2 und wir haben hier eine Nachricht von 1, von 3 bekommen. Nachrichten, die abgesendet wurden, bevor dieser Prozess seinen eigenen lokalen Teil des Schnappschusses geschrieben hat
und angekommen sind, nachdem der empfangende Prozess seinen lokalen Teil des Schnappschusses geschrieben hat. Also dieser Cut aus der Vergangenheit in die Zukunft. Die den Cut aus der Vergangenheit in die Zukunft überwunden haben. Aus der Perspektive dieses Prozesses hier. Okay? So, als nächstes. Jetzt kommt, glaube ich, tatsächlich, genau, jetzt kommt tatsächlich die Markierungsnachricht bei Prozess 2 an. Was dazu führt, dass Prozess 2 sagt, jawohl, wir nehmen an dem Schnappschuss teil. Schreiben den lokalen Zustand von S2 auf, der zu diesem Zeitpunkt gilt. Und was merken wir uns über die eingehenden Kanäle? Wir merken uns, dass wir von Prozess 1 ja selbst aufgeweckt wurden, um an diesem Schnappschuss teilzunehmen. Hier muss ich also nichts tun. Das ist schon fertig. Da kam diese Markierungsnachricht schon von meinem Kollegen Nummer 3 über dem Kanal von 3 nach 2. Da kam noch nichts. Das müssen wir noch offen halten. So. Und natürlich, wir müssen noch was Drittes tun. Wir müssen noch unsererseits als Prozess 2 Markierungsnachrichten hier losschicken, die dann auch irgendwann mal ankommen werden. Als nächstes, was passiert als nächstes? Als nächstes kommt hier nochmal eine normale Nachricht, die hier übertragen wird. Und die wird jetzt auch verarbeitet. Verarbeitet heißt, sie wird hier lokal auf den Zustand angewendet. Passiert irgendwas, wissen wir nicht. Aber insbesondere, sie wird an diese Liste der offenen, der noch zu verarbeitenden, noch zu berücksichtigen Nachrichten angehangen, die von 3 nach 2 gegangen sind. Gut, damit haben wir das getan. Im nächsten Schritt kommt diese Markierungsnachricht bei 1 an. Das ist die Markierungsnachricht, das heißt, Prozess 1 weiß, P2 hat ebenfalls seinen Teil zum Schnappschuss beigetragen. Ich muss auf keine weiteren Nachrichten mehr warten. Ich kann diese Liste von Nachrichten abschließen. Klammer zu. Gut, dann passiert, was passiert als nächstes? Ah ja, wir schicken hier nochmal eine Nachricht los, aber die hat keine Wirkung, ne? Die ist irrelevant für diesen Schnappschuss, denn diesen Kanal haben wir ja schon abgeschlossen. Dann passiert als nächstes hier nochmal eine Nachricht, genauso wieder abgeschlossene Liste von Nachrichten, irrelevant. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen nochmal eine Nachricht, die wird sich hier hinten anstellen, FIFO-Kanal. Und jetzt kommt hier unten tatsächlich endlich mal diese Markierungsnachricht an. Sorgt dafür, dass P3 am Schnappschuss teilnimmt, indem P3 seinen eigenen Zustand irgendwo aufschreibt und sich merkt, dass von Prozess 2 die Markierungsnachricht eingetroffen ist, also keine weiteren Nachrichten mehr aufgeschrieben werden müssen. Von Prozess 1 über den Kanal C1 nach 3, da müssen wir noch schauen, was passiert, aber wir schicken natürlich noch die eigenen Markierungsnachrichten los, aber jetzt hier ist die Markierungsnachricht schon angekommen, das haben Sie hoffentlich gesehen, sodass wir jetzt hier zumachen können. Damit ist dieser Teil des Schnappschusses beendet. P2 hat seinen Teil zum Schnappschuss beigetragen, das ist erledigt. Spannend sind noch diese beiden Markierungsnachrichten und als nächstes kommen die hier oben an bei Prozess P1. Damit weiß P1, dass er von Prozess P3 nicht mehr auf weitere Nachrichten warten muss. FIFO-Kanal. Kann nichts mehr kommen, was aus der Vergangenheit liegt. Das heißt, wir können hier Klammer zumachen und auch dieser Teil des Schnappschusses ist fertig. P1 hat seinen Beitrag geleistet. Das Einzige, was uns noch verbleibt zu tun, ist diese Nachricht hier zu verarbeiten. Und das tun wir, indem wir sie endlich mal ankommen lassen, worauf P3 weiß, aha, von P1 kommt auch nichts mehr, Klammer zu, alle zu aufzunehmenden Kanäle sind geschlossen. Damit ist auch P3 fertig mit dem Aufnehmen dieses Schnappschusses. Wunderbar, der Schnappschuss ist beendet und besteht aus diesen jeweiligen Zuständen plus den hier jeweils aufgenommenen Nachrichten. Sehr schön. Das ist das Verfahren, um verteilt einen Schnappschuss eines Zustandes aufzunehmen, der aus Teilzuständen besteht, die sich jeweils durch Nachrichten ändern können. Das sammeln Sie dann wieder zum Beispiel jetzt bei P1 ein. Der hat ja damit angefangen, also würden Sie das hier noch hier hochtransportieren, sobald Sie damit lokal fertig sind. Und dann kennen Sie Ihren Gesamtzustand. Coole Sache. Ich hoffe, Sie sind begeistert. So, kommen wir zum Ende dieses Kapitels. Machen wir noch eine ganz kurze Zusammenfassung.
Ich hoffe, ich habe Sie überzeugt, dass Transaktionen nicht nur im normalen, nicht verteilten Fall relevant sind, sondern auch in einem verteilten System relevant sind und wichtig und wesentlich für sinnvolle Anwendungen sind, sodass wir verteilte Transaktionen, die aus einzelnen Teiltransaktionen bestehen, sinnvoll unterstützen müssen. Two-Phase-Commit 2PC ist das typische Verfahren, obwohl es ihnen Lebendigkeit nicht garantieren kann. Allerdings, das Argument ist, für alle praktischen Belange ist es gut genug. Die Fehlerszenarien sind ja doch hoffentlich unwahrscheinlich genug, wenn ihre teilnehmenden Knoten nicht dauernd alleine so kaputt gehen. 3PC Three-Phase Commit ist natürlich ein besseres Verfahren in diesem Sinne, aber auch das ist nicht perfekt, aber es schiebt den Trade-off zwischen Safety, Liveness und Overhead mehr zu Liveness weg. Dafür mehr Overhead. Safe sind sie beide. Genau. So, und im Kontext dieser verteilten Transaktion hatten wir noch eine Reihe anderer Probleme. Wir hatten uns über Mutexes unterhalten. Eines der seltenen Fälle, wo das nicht verteilte Verfahren, der zentralisierte Algorithmus besser ist. Und den Schnappschuss jetzt noch zum Schluss. Ein typischer Fall, wo sie es nur sinnvoll verteilt realisieren können. Es gibt kein plausibles zentralisiertes Verfahren, um einen verteilten Schnappschuss zu nehmen. Ja, und was passiert jetzt? Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen jetzt noch im Wesentlichen eine Verallgemeinerung, wie Sie mit Fehlerfällen im allgemeinen Sinne umgehen können. Das ist das Konsensproblem und das wird sozusagen der krönende Abschluss dieses Teils der Vorlesung dieser Folge von Kapiteln werden, die sich mit dem Fehlerfall befasst haben. Bis dahin, erstmal danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Video.